Was würden wir bloß ohne GPS tun? Digitale Navigationssysteme sind für viele von uns zu unverzichtbaren Helfern im Alltag geworden. Doch erste Hinweise deuten darauf hin, dass sie auch ernstzunehmende Nebenwirkungen haben können. Jeder nutzt sie, aber über die gesellschaftlichen Auswirkungen weiß man eher wenig. Es waren zwei persönliche Erfahrungen, welche Johannes Schöning die Dringlichkeit verdeutlichten, die negativen Auswirkungen von Navigationstechnologien zu erforschen. Letztes Jahr im September, das war hier für uns ganz spannend, direkt neben dem Institut, fuhr ein italienisches Pärchen mit ihrem Auto direkt in diese Unterführung über die Treppen hinein, fehlgeleitet durch ihr GPS-Gerät. Um den negativen Folgen von Navigationssystemen nachzuspüren, hat Johannes Schöning zusammen mit seinem Team ein Forschungsprojekt aufgegleist, das vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird. Denn Vorfälle wie jener des italienischen Pärchens sind bei weitem kein Einzelfall. Unfälle, in welchen ein GPS-Gerät mitverursachend war, ziehen immer mal wieder die mediale Aufmerksamkeit auf sich. Manchmal verlaufen sie sogar tödlich. Auch Johannes Schöning selbst wurde bereits zum Opfer seines eigenen Autonavis. Mein persönliches Erlebnis: ins Chalet wollten wir fahren am Wochenende mit dem Navi eingegeben, sah nach einer ganz normalen Strecke aus. Aber es war doch wohl die Mountainbike-Route und mit Mühe und Not dann doch am Ende noch einen Punkt gefunden, wo man doch noch wenden konnte. Das Chalet natürlich auch erreicht, aber es zeigt, wie schnell man in diffizile Situationen kommen kann mit Unterstützung von solchen Navigationstechnologien. Solche Erfahrungen veranlassten Johannes Schöning dazu, genauer zu untersuchen, was bei den meisten dieser Unfälle das Problem auf Seiten des Navigationsgerätes ist. Ja, die Ursachen sind durchaus vielschichtig, aber das Hauptproblem, was wir festgestellt haben, waren mangelhafte Daten. Zum Beispiel fehlten Metadaten, also es war unbekannt, welcher Untergrund war da, welche Straßenbreite lag vor, Straßenhöhe. Und das führte dazu, dass die Nutzerinnen und Nutzer von den Navigationstechnologien in schwierige Verhältnisse kamen. Solche Metadaten können jedoch kaum immer aktuell gehalten werden. Darum befasst sich das Forschungsprojekt von Schönings Team auch mit der Frage des Vertrauens in die Technologie auf Seite der Nutzenden. Eine Lösung wäre es zum Beispiel, die Menschen wieder stärker in den Navigationsprozess mit einzubeziehen. Die Navigationsgeräte könnten zum Beispiel Informationen und Unsicherheiten, weil sie eben nicht immer zu 100% genau sind, das wissen wir durch mangelnde Datenqualitäten, diese Unsicherheiten den Nutzenden kommunizieren, sodass diese dann verantwortungsvoll und eben auch bessere Entscheidungen treffen können. Aber auch auf unsere menschlichen Fähigkeiten haben Navigationsgeräte einen Einfluss, wie verschiedene Studienergebnisse zeigen. Diesen zufolge haben Menschen, welche häufig ein GPS nutzen, schlechtere Orientierungsfähigkeiten. Dieser Entwicklung möchte das Team um Schöning mit einer eigenen App entgegenwirken. Wir haben eine App entwickelt, die dazu dienen soll, NutzerInnen dazu zu animieren, ihre Umgebung zu erkunden. Diese App funktioniert so, dass die Karte an sich verdunkelt ist und NutzerInnen sozusagen sich aktiv bewegen müssen, um die Karte freizuschalten, um so mehr Informationen herauszufinden. Die Ergebnisse waren sehr vielversprechend. NutzerInnen kennen sich besser in ihrer Umgebung aus. Sie haben neue Orte entdeckt, neue Routen und auch Orte, die sie jetzt wieder besuchen wollen, die sie vorher gar nicht kannten. Aber nicht nur auf individueller, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene können Navigationssysteme negative Auswirkungen haben. Gerade was die Verkehrsleitung und Stadtplanung betrifft, kann es zu ungewollten Nebenwirkungen kommen. In Simulationen können wir zum Beispiel sehen, dass wenn wir einen Stau auf einer Hauptverkehrsstraße haben, dann der Verkehr in die umliegenden Quartiere, in Nebenstraßen und kleinere Quartiere umgeleitet wird. Dort sind dann Menschen von eben diesen Auswirkungen noch viel längerfristiger betroffen als die Leute auf der Hauptverkehrsstraße. Wenn dort der Stau schon lange wieder vorbei ist, haben Leute Stau, Verzögerung und einfach viel mehr Verkehr in diesen Nebenstraßen, die überhaupt gar nicht auf der Hauptverkehrsstraße unterwegs gewesen wären. Die Gründe dafür sind ganz einfach. Navigationsalgorithmen sind in der Regel sehr egoistisch. Sie versuchen für jeden einzelnen Nutzer die schnellste und beste Route zu finden, lassen dabei aber oftmals eben das Gesamtbild, also die Situation für alle im Gesamtverkehr, außen vor. Mittlerweile gibt es aber auch alternative Routing-Algorithmen, die für die Nutzenden nicht einfach nur den schnellsten Weg berechnen. Vielmehr gestalten sie je nach Wunsch den Weg zum Ziel entlang von schönen Straßen oder vorbei an Sehenswürdigkeiten.
Auch die Vermeidung von Quartieren mit höherer Kriminalitätsrate kann gewählt werden. Doch auch diese alternativen Routing-Algorithmen können zu negativen Externalitäten führen, wie das Team um Schöning weiß. Zum Beispiel kann es sein, dass eine besonders schöne Route sehr viel schwieriger zu fahren ist. Sie hat sehr viel mehr Abbiegungen, man muss mehr Wendemanöver machen, das kann zu erhöhten Unfällen führen. Und besonders sichere Routen vermeiden vielleicht bestimmte Quartiere, die dann ganz generell weniger Zufluss an Menschen kriegen und somit wirtschaftlich abgehängt werden können. Navigationstechnologie gesellschaftsverträglicher zu gestalten, scheint auf den ersten Blick also wie die Quadratur des Kreises. Johannes Schöning widerspricht. Ziel des Forschungsprojektes sei es eben, erst einmal diese negativen Auswirkungen zu erkennen, sodass die Technologie dann verbessert werden kann. Wir stehen zwar erst am Anfang des Projektes, aber indem wir negative Auswirkungen besser verstehen und sie auch modellieren können, können wir diese zurückspielen in die Technologien, in die Navigationsgeräte hinein und somit schon a priori die negativen Auswirkungen etwas reduzieren.